heute Abend zu unserem Festgottesdienst begrüßen. Wenn jeden Donnerstagabend die Kirche so voll wäre wie jetzt heute Abend, das wäre natürlich prima. Und wenn jeden Donnerstagabend Menschen schon fast eine Stunde vor Gottesdienstbeginn erst darauf warten, dass der Gottesdienst beginnt, wow, das wäre doch spitze. Aber heute, da sind wir vor allen Dingen auch hier, um Christoph Schmitz zu begrüßen. Er, der Neupriester, erst vor ein paar Tagen in Köln zum Priester geweiht und jetzt auch hier wie man nachgenommen zu feiern. Und das ist etwas ganz Besonderes. Nicht jede, und das wissen wir, die wenigsten Kirchengemeinden kommen eigentlich noch in den Genuss, eine Primiz feiern zu dürfen und auch den Primizsegen zu empfangen. Und wir sind wirklich dankbar, Christoph, dass du heute auch hier bei uns in Wiesenbach bist. Und ich darf dich jetzt auch bitten, ganz offiziell den Gottesdienst zu eröffnen und hoffentlich verrätst du uns nachher noch ein bisschen, wer du eigentlich bist und wie das so kommt, dass du auch hier dabei bist. Das wird hoffentlich noch passieren. Und deswegen freuen wir uns alle und aus der ganzen Kirchengemeinde sind auch Menschen auch an einem Donnerstagabend hierher gekommen und daran sieht man, wie groß die Freude auch ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit euch. Und in deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, das heutige Fest blickt auf die Ursprünge unseres Glaubens. Einmal auf den Sprecher der Apostel, nämlich Petrus, und den letzten Apostel Paulus, der Jesus nicht von Sehen her kannte. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir von der apostolischen Kirche, die wir bilden, wenn wir unseren Glauben auf das Zeugnis eben dieser ersten Generation aufbauen. Das Fest lässt uns aber auch nach den persönlichen Ursprüngen unseres Glaubens oder unseres Glaubenslebens fragen. Und in beiden Fällen stehen am Anfang immer Menschen, konkrete Menschen, die Jesus herausgerufen hat. Damals wie heute, bei denen eine frohmachende Qualität zum Durchbruch kam. Ich bin daher froh und dankbar seit jetzt, morgen seit 2 Wochen, ja als Priester aus der Erzdiözese Köln, einer dieser Herausgerufenen zu sein. Herausgerufen von denen, die wir alle herausgerufen sind. Nachfolge ist also nicht irgendetwas aus der damaligen Zeit Jesu, sondern etwas, das anhält bis heute, durch flammendes Feuer, wie wir eben gerade am Eingang gesungen haben. Ich bin froh, heute hier zu sein und mit Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Bin auch immer sehr überwältigt von den Primizen, die ich in den letzten Tagen meiner Heimat und meiner Ausbildungsgemeinde Solingen erlebt habe. Und dann heute das. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür auch an dieser Stelle schon. Damit wir nicht unsere persönlichen Glaubensursprünge und Jesus als den eigentlichen Ursprung vergessen, grüßen wir nur den Herrn in unserer Mitte und bitten ihn im Kyrie um sein Erbarmen.
neuen Leben. Herr Jesus, du Freund deiner Freunde, du führst und leitest deine Kirche, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Timotheus. Mein Sohn, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nah. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen ersehen. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Bösen entrissen. Der Herr wird mich allen bösen Feinden entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Bar-Jona. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ist es Gewohnheit, dass wir donnerstags nach St. Michael oder an einem anderen Tag zur Heiligen Messe gehen? Sind Sie mitgeschleppt worden? Waren Sie neugierig, wer das da so ist aus dem Rheinland mit dem Namen Schmitz? Oder hat vielleicht der Krimizee angezogen, weil dieser irgendwie noch bekannt ist von alters her oder dass es hier mal vor Jahrzehnten oder sonst wo in der KRS oder in der Umgebung eine Prämiz gab. Ich kann diese Gründe alle nachvollziehen. Selbst die mit dem mitgestemmt werden und mit dem Bock haben, alles nachvollziehen, weil sie doch auch bei mir selbst irgendwie immer wieder verankert sind. Aber nochmal auf mich gefragt. Wem habe ich es zu verdanken, dass ich heute
hier bei Ihnen im priesterlichen Dienst stehen. Im Studienjahr in Freiburg 2018, das ich im Rahmen meines Theologiestudiums dort verbracht habe, dem dortigen Kennenlernen von mir wichtigen Personen, von dir, Elias, von der Familie von dir, dem Kennenlernen von Pfarrer Streit oder meinen Eltern, die mir das Leben schenkte. Oder eine geistliche Antwort den Gebeten vieler Menschen und im Letzten Gott. Bei all den Antwortversuchen denke ich heute am Fest, am Hochfest von Petrus und Paulus, lernen wir diese Frage noch bewusster zu stellen und zu vertiefen, denn bei diesen Glaubensboten geht es auch um das Originäre unseres Glaubens, um den Ursprung der Kirche und um unsere persönlichen Glaubensursprünge, weshalb wir heute hier alle stehen und feiern und gemeinsam im Glauben wachsen, innerlich selbst wachsen, wachsen aber auch in der Hoffnung auf diesen lebendigen Gott, auf den wir alle vertrauen. All das sind Gründe, weshalb wir eben auch hier heute stehen können und miteinander eben feiern. Weshalb sind wir hier? Wenn ich auf die Texte schaue, dann denke ich, finde ich auch zugleich, wenn ich reflektiere und auf die Texte schaue, in meinem Werdegang, auf den ich immer mal wieder zurückschaue, das werden Sie auch tun, wenn Sie über ihn nachdenken, mindestens einen Gedanken, der all diese Ebenen, der all diese Begründungen vereint. Man hat mir etwas zugetraut. Man hat mich ermutigt, Verantwortung zu übernehmen für die Ministranten in der Messdienerleitung, im Pfarrgemeinderat, als Lektor oder Kommunionhelfer. Als ausgebildeter Lehrer, als ich vorher war, würde ich sagen, fördern und fordern. Motivation, und das stimmt ja auch. Ermutigt werden und erleben, dass Menschen es mit einem Ernst machen. Dass Menschen einen wertschätzen. Dass Menschen einen vertrauen. Wohlwissend, dass es eben genau in diesen Bereichen viel Missbrauch gab. Dass Menschen diese Aussage, ich traue dir etwas zu, als Lüge erlebt haben. Wie viel innere und äußere Prüfung brauchen Menschen, die einem etwas zutrauen? Gott sei Dank habe ich all das nicht erlebt, aber es gehört zur Sprache gebracht. Ich habe Menschen erlebt, die mir etwas zugetraut haben, die sehr persönlich geworden sind und mich angesprochen haben, ist das nicht was für dich? Und dafür bin ich dankbar. Sehr dankbar. Und es ist trotzdem keine Aussage dafür, dass man Ermutigung, Zutrauen jetzt einfach weglässt, denn der Glaube beginnt nur über Kontakt. Über Kontakt, indem ich eben mit Gott und in Gott wachse, als Gemeinde hier bei ihm wachse. Und dabei hat das für mich dieses Ermutigung bekommen, für mich etwas mit dem Glauben zu tun. Und die heutigen Schrifttexte, ich habe es gerade eben mal kurz angesprochen, zeigen diese Erfahrungen, diese Erlebnisse in den Erzählungen. Du bist Petrus. Du bist Felsen, was Petrus übersetzt heißt. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Jesus traut einem etwas zu. Obwohl Petrus einer ist, der in der Bibel immer wieder scheitert, immer wieder Schwächen zeigt, traut Jesus ihm was zu. Jesus baut auf Petrus und baut ihn zugleich auf, weil Petrus vertraut. Und das heißt, nicht nur, dass Amtsträger wie Papst und Bischöfe Felsen sind, sondern dass wir alle Felsen sind, wo Jesus uns zutraut, etwas draufzubauen. Oder eben in der Lesung, die wir gehört haben, Paulus, der sich in der Gefangenschaft in Rom befindet. Der für sich am Ende seines Lebens klar hat, ich bin in Christus. Ich eröffne dadurch den österlichen Lebensraum.
und die Gewissheit, dass man in Ewigkeit mit dem lebendigen Gott nicht sterben kann, weil diese Kraft von Gott kommt, wie wir auch gehört haben. Jesus traut Petrus etwas zu, obwohl er ihn noch nicht verraten kannte. Zutrauen. Und sagt ein Wort, das mir da nicht mehr aus dem Kopf geht. Und beide, Petrus und Paulus, berühren. Damals viele Menschen bauen ihre Gemeinden auf und sie halten die Präsenz Gottes in der Welt hoch. Und da es solche Menschen gibt, die Präsenz Gottes in der Welt hochhalten, die einem das zutrauen, habe ich Spaß, und nicht nur Spaß, sondern Freude daran, diese Präsenz auch hochzuhalten und auch anderen Menschen etwas zuzutrauen. Immer mit dem Respekt, dass ich meine Erscheinung im Leben nicht abnehmen kann, als Seelsorger. Und dass ich die persönliche Freiheit achte von jedem Einzelnen. Aber da wir eine solche Hoffnung haben, liebe Schwestern und Brüder, treten wir mit großem Freimut auf. Das ist mein Gebetsspruch, den Sie auf dem Gebetsbildchen gleich finden. Warum stehe ich heute hier? Warum stehen Sie heute hier? Sie merken, wenn Gemeinde gelingt, wenn Zutrauen gelingt, was Sie dann im positiven Sinne alles bewirken. Ich hoffe und vertraue darauf, dass das ein Grund ist, weshalb Sie heute hier sind. Das ist mein und vielleicht auch Ihrer, wofür wir dankbar sind. Wenn für Menschen zu deinen Boten
die erfüllt von der Liebe Gottes zu wahrhaft menschlichem Handeln fähig sind. Christoph Schmitz,
begleite ihn als neugeweihten Priester und lass ihn in der heutigen Zeit vielen Menschen erleben, die dankbar für dein Wort und die Sakramente in Kirche sind. Du bist es, der Berufungen keimen und wachsen lässt. Dafür danken wir dir, dafür loben und preisen wir dich auf die Fürsprache der heiligen Apostel Petrus und Paulus, heute und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr und Gott, in Gemeinschaft mit den Aposteln Petrus und Paulus bitten wir dich, heilige unsere Gaben und lass uns mit Bereitschaft und Hingabe das Opfer deines Sohnes feiern, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dich, allmächtiger Vater, in deinen Heiligen zu preisen und am Fest der Apostel Petrus und Paulus das Werk deiner Gnade zu rühmen. Petrus hat als erster den Glauben an Christus bekannt und aus Israels heiligen Rest die erste Kirche gesammelt. Paulus empfing die Gnade tiefer Einsicht und die Berufung zum Lehrer der Heiden. Auf verschiedene Weise dienten beide Apostel der einen Kirche. Gemeinsam empfingen sie die Krone des Lebens. Darum ehren wir beide in gemeinsamer Feier und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du aus dem Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Jesus, dem heiligen Petrus, dem heiligen Paulus, dem heiligen Christophorus, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Stephan und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, ganz besonders auch alle neue Priester, alle, die zum Diensten der Kirche berufen, bestellt und bereit sind, und das ganze Volk deiner Genossen. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die nur fern sind. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen: Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Petrus sagte zu Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus erwiderte ihm, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Thank you.
lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt. Gib, dass wir im Brot brechen und in der Lehre der Apostel verharren und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich kann tatsächlich auch diese Lieder mitsingen. Große Freude daran gehabt. Vielen Dank für die musikalischen Einlagen. Jetzt bin ich gerade schon beim Dankeschön dran, dann machen wir da auch dann weiter. Also erstmal vielen Dank an die Swinging Spirits. Ja, vielen Dank für die musikalischen Bestand. Ich kenne euch ja quasi indirekt und einige sogar direkt. Das fand ich sehr toll, dass ihr heute mitgestaltet habt. Genauso wie den Musikern der Orgel. Vielen Dank eben, wie gesagt, für die kurzen kölschen Einspieler und Ihnen natürlich alle fürs Mitfeiern, den Küster, Mesnerinnen, wie man hier sagt man Küsterinnen und Küster, den Ministranten, vielen Dank für euren Dienst. Und wenn ich euch ein bisschen durcheinander gebracht habe, entschuldige ich mich. Dir, lieber Tobias, herzlichen Dank und Ihnen auch herzlichen Dank fürs Mitfeiern und fürs Mitunterstützen. Stichwort Kölsch ist vielleicht gerade ein gutes Stichwort. Ich wurde von einigen beauftragt, hier vielleicht noch was Kölsches loszuwerden. Das erstmal in Form eines Witzes. Es gibt tatsächlich eine geistliche Instanz auf Kölsch mit einem Buchstaben. Oh. J. Und dann, als es eben heute Petrus und Paulus ist, es gibt, so wie das, glaube ich, hier mit den Schwaben und Magnern ist, gibt es so ähnlich auch bei uns die Düsseldorfer und Kölner. Jetzt kommt ein Düsseldorfer in den Himmel, er hat seinen Löffel, oder er will seinen Löffel abgeben, er stirbt, und er kommt zu Petrus und klopft an, und Petrus sagt dann zum Düsseldorfer, du küsst hier nicht drin. Scheinbar wurde das jetzt verstanden. Du küsst hier nicht drin. Und dann sagt er, das wird aber wie denn? Ich habe immer Kirchensteuer bezahlt und ich habe mit meinem Geld, der Düsseldorfer ist so ein bisschen, ich habe mit meinem Geld immer die Fahrfeste bezahlt. Das kann nicht sein. Bitte frag nochmal bei deinem Chef nach, dass ich jetzt hier reinkomme. Jo, sagt Petrus, ich soll uns zuhören. Geht er zu seinem Chef, kommt nach 5 Minuten wieder und sagt dann, lieber Düsseldorfer, ich war bei meinem Chef, mach dir keine Sorgen, wir haben alles geklärt, du kriegst dein Geld wieder. So. Von meiner Seite ist fast alles gesagt. Nein, also ich bin mit Ihnen natürlich hier in Wiesenbach nicht so vertraut, wie Sie untereinander vertraut sind. Ich habe mich aber heute sehr wohl gefühlt und ich glaube, wenn wir einander viel zutrauen, schaffen wir auch in unserer Kirche, nicht nur in der KL-Sinn, sondern auch in unserer Kirche in der Erzdiözese Freiburg und auch in Köln und was weiß ich wo, noch viel mehr. Ich bin gerne bei euch, liebe Familie Kiesling, zu Gast seit meinem Studienjahr in Freiburg, wie ich das eben gerade ja schon gesagt habe, daher die Verbindung hier überhaupt. Und jetzt glaube ich, will Pfarrer Schrei auch noch was sagen. Wir machen das so, ich sage was, sondern unser Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Sickinger wird was sagen. Setzen Sie sich kurz drauf. So lange ist es gar nicht. Ja, liebe Gemeinde, lieber Pfarrer, kann man nicht sagen, liebe Neupriester, Herr Schwitz. Ich komme aus dem Schwarzwald und da haben meine Großeltern, als immer gesagt, für eine Primitzegen soll man ein paar Schusshohlen durchlaufen. Und im Schwarzwald damals, unsere Großeltern, die hatten nicht solche Schlechte an, es waren richtige Sohlen, so mit Leder genäht, da hat man schon kapiert, es bedeutet, man soll etwas auf sich nehmen für eine Primitzegen und es ist eine ganz besondere Bedeutung, eine Primitz mitfeiern zu dürfen. Und so freut es mich, ich darf im Landespfarrgemeinderat ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, dass Sie uns diese Ehre geschenkt haben, über die Beziehung, die wir schon gehört haben, zu Elias und den Familienanschluss zur ganzen Familie Kiesling, dass Sie mit uns hier nach dem Mitzfeiern ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Es ist ja dann so der Moment, Studium abgeschlossen, jetzt geht der Berufsalltag los, jetzt geht es los im Job. Und es ist in der heutigen Zeit ja gar kein so leichter Job, katholischer Priester zu werden. Und die Herausforderungen, Sie kennen alle das Image der katholischen Kirche. Ich glaube, die eine oder andere Herausforderung kriegt man tagtäglich im Gemeindeleben auch mit. Und wenn man, ich glaube, zu einer Berufsberatung gehen würde, dann würden Sie erstmal lange nachdenken und dann sagen, er hat Theologie abgeschlossen, aber vielleicht legen Sie noch ein BWL-Studium nach und vielleicht eine Pädagogikausbildung, vielleicht ein Coaching-Seminar und so weiter, was die Aufgaben eines Priesters heute sind. Ist, glaube ich, so vielfältig, dass man wahrscheinlich bei jeder Arbeitsagentur von dem Job absagen würde. Aber das Schöne ist, es ist ja eigentlich nicht in Anführungszeichen nur ein Job, sondern es ist eine Berufung. Und diese Berufung ist, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Und es werden sicherlich nach vielen Jahren oder auch immer mal wieder zwischendurch auch schwierige Zeiten kommen. Das eine oder andere geht dann auf den Zentren, wenn eben Ordinariat nicht so spuren, wenn man vielleicht nicht so die Veränderung durchsetzen kann, wie man es sich wünschen würde. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich zu jedem Zeitpunkt an diesem Moment, wo Sie die Berufung verspürt haben, zurückbesinnen können, dass Ihnen das einfällt und dass Sie merken, Sie haben sich für Gott entschieden und nicht für die Kirche, das, was die Menschen daraus gemacht haben, was vielleicht manchmal schwierig ist. Das wünsche ich Ihnen. Und wenn es dann doch mal irgendwann vielleicht Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt und so weiter, dann denken Sie an Rekaelsens. Wir sind in Freiburg gut bekannt. Wir haben auch Erfahrung seit 2 Jahren mit dem jungen Willen. Wir sind ja jederzeit auch. Das war das perfekte Schlusswort auch von Thomas Seckinger. Vielen Dank dafür. Christoph, ganz offiziell jetzt auch als Pfarrer dieser Kirchengemeinde möchte ich mich echt bei dir bedanken. Es ist alles gesagt und es ist einfach auch schön zu sehen. Natürlich, bei mir selbst ist es gar nicht so lange her, dass ich das selbst auch Primiz gefeiert habe und auch nach Primizen und so weiter. Und ich weiß es, was es auch ausmacht, so etwas Besonderes. Und wenn wir jetzt gleich auch alle eingeladen sind, den Einzelprimitsegen zu empfangen, und wir werden das so machen, wir werden jetzt den Primitsegen allgemeinen auch hören und empfangen, und dann gehen wir uns landen mit dem Neupriester und mit mir einmal raus. Wir kommen aber gleich wieder hier rein, weil der Thomas Westgewand ausziehen wird. Und dann sind wir eingeladen, wer möchte, den Einzelprimitsegen hier vorne zu empfangen. Und das ist eine besondere Gnade, das muss man einfach auch so sagen, denn diesen Primitsegen, den darf nicht mehr ich, den darf keiner sonst so wirklich spenden, nur der neue Priester, solange in seiner Diözese keine weitere Priesterweihe stattgefunden hat. Also deswegen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und ich möchte wirklich einladen, nutzt die Chance auch heute. Dann ist es auch üblich, dass es ein Primitzbild gibt. Du hast dir einen Primitzspruch auch ausgesucht, der da heißt, weil wir also eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf. Das ist das Primitzbild unseres neuen Priesters und auch da werden Sie am Ausgang von 2 Ministranten, die haben uns dann erwartet, nehmen Sie gerne mit, nehmen Sie reichlich mit, auch für die, die nicht da sind. Denn das ist auch etwas Wichtiges, immer wieder auch für dich zu bieten. Christoph, gerade in einer Zeit und da, wo wir gerade gehört haben, wie viele Menschen auch aus der Kirche ausgetreten sind, über 500.000 Menschen, neuer Rekord, da bist du hier in einer Kirchengemeinde, die selbstverständlich auch enorm viele Austritte hat, das ist gar keine Frage. Aber wir haben auch Eintritte. Wir haben auch wirklich Menschen, die immer wieder neu, und das möchte ich heute schon noch allen sagen, wieder eine Familie, ein Familienvater und ein Kind, was eben bei uns in die Kirche eintreten wird. Die Unterlagen sind heute fertig gemacht worden. Wir werden das gerne immer wieder tun. Du bist hier in einer Gemeinde, wo Berufungen wachsen, das weißt du selbst.
schau dir Elias ein bisschen an. Es ist natürlich eine Gemeinschaft hier, wo du wirklich auch betest. Und was schenken wir jetzt so einem neuen Priester? Keine Kerze. Keine Flasche Wein. Und keine Bibel. Denn davon hast du hoffentlich genug. Aber es wird jetzt was gebracht. Und das ist etwas, wo vielleicht immer auch dich daran erinnern darf, wie wichtig das auch ist. Die gelbe Tasche, die auch schon berühmt ist, langsam. Unsere eigene Tasche, wo alles auch draufsteht, dass du uns natürlich nie vergisst. Aber viel wichtiger, ich habe heute die Berufungsstola an, natürlich passend. Und auch du sollst eine Stola bekommen, und zwar eine besondere Stola. Du, Christoph, du wirst in deinem Leben, so hoffe ich, viele, viele Menschen taufen. Du wirst sie aufnehmen in diese Gemeinschaft der Christen. Deswegen einmal, und es passt auch zu seinem Gebetsgemann zwar nicht abgesprochen, da das Taufsymbol. Aber du wirst auch viele Menschen beistehen, wenn sie sich das Sakrament der Ehe spenden. Auch das immer wieder. Vergiss niemals so Momente wie heute. Und wenn wir jetzt gleich diese Gnade auch erleben dürfen, des Priestersegens, wir wollen dir diese Stola schenken, dass du auch wirklich weiterhin in diesem Weinberg des Herrn einen guten Dienst tust. Und wir alle sind heute Zeuginnen und Zeugen davon geworden, dass auch aus Köln, aus der Diözese Köln, gute Nachrichten kommen. Nicht nur, was wir immer so lesen, auch in den anderen Diözesen und in den Medien. Danke, dass du Ja gesagt hast zu Gott und danke, dass es auch weitergeht in unserer Kirche. Ein herzliches Erfolg. Das hat ganz einfach Streit gesagt, damit werde ich dann gleich auf den Gewinnstag. Noch ein paar Dinge schon noch jetzt loswerden. Also erstmal, ich glaube, es hätte keine bessere Kirche geben können hier, um die Kreuz zu feiern, denn ich habe dem Pfarrer Streit schon gesagt, der Frau Abel hat es noch nicht gesagt. Wenn man hier drauf schaut, sieht man Johannes den 23. den Papst, der die Zunge rausstreckt, würde ich jetzt mal interpretieren. Das ist für einen Kölner natürlich herrlich. Ja. Das nächste ist, besten Dank auch an das Gemeindeteam, das sich um den Empfang gekümmert hat. Das wollte ich hier auch nochmal gesagt haben. Und Kölsch ist noch so ein Stichwort. Ich habe das mitgebracht für dich. Und Kölsch ist ja the only language you can drink. Und auch wenn ich jetzt dann am 1. September von Solingen der Messerklingenstadt weggehe nach Leverkusen, kennt man vielleicht aus der Bundesliga oder von den Bayernwerken. Da werde ich dann Jugendarbeit, Messdienerarbeit machen und das andere, alles andere, wofür ich diese Schule brauche, auch. Gibt es eben auch das Kölsch. Und deswegen habe ich jetzt mal beim Kühlschrank noch geguckt, hier. Vielleicht kriege ich einen gleich. Mit der Sache mit Köln. Ich war jetzt in den letzten Tagen in Freiburg, habe alte Bekanntschaften besucht und habe dort dann morgens im Münsterkonzert zelebriert. Das war für mich auch tief bewegend, weil ich eben dort ein Jahr Messdiener war. Und am Mittwoch habe ich dann zelebriert mit dem Offizial der Erzdiözese und ich sagte ihm dann, weil das ja Dienstag mit diesen Durchsuchungen in Köln passiert ist, nein, ich bin schon länger als Dienstag in der Erzdiözese, ich bin nicht deshalb nach Freiburg gekommen. Also, ja, es kommt aus Köln noch Gutes und das ist schön, dass aus Köln Gutes kommt und ich hoffe, dass wir langsam oder dass wir einerseits lernen, mit der Krise zu leben, andererseits aber auch langsam und zwar vom Krisenmodus verabschieden und auch das Gute, das, was einem zugetraut wird, erlebbar wird. Dann fangen wir nun an. Thank you.
des Gottessegen wohl auch empfangen und den Primitsegen im Allgemeinen noch unbedingt vom Gemeindeteam. Bitte, bitte, alle, die dann den Einzelprimitsegen gleich empfangen haben, gehen Sie einfach einmal hier ums Eck, trinken Sie was, das ist ganz wichtig bei den Temperaturen auch, stoßen Sie mit an, es gibt auch eine Kleinigkeit zu essen. Bitte nutzen Sie die Chance sehr, sehr gerne. Ich weiß, alle Liturgie-Professoren werden jetzt schreien, aber ich ziehe diese Schule dazu an. Der Herr sei mit euch. Gott segne euch durch den ewigen Hohenpriester Jesus Christus. Er schenkt euch die Gnade, ihn zu erkennen und zu lieben. Er reinige euch durch die Wahrheit und lasse euch eins sein in der Liebe, damit ihr seine Herrlichkeit schauen dürft. Er bewahre euch und behüte euch vor dem Bösen, damit keiner von euch verloren geht. Das Gewehr euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in den Frieden. Thank you.